Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Unboxing-Episode. Und heute schauen wir uns das riesige Hauptquartier der Pyjama-Helden an. Außerdem haben wir noch drei Fahrzeuge und ein riesiges Figurenset. In dem Figurenset befinden sich fünf verschiedene Figuren, mit denen wir nachher im Hauptquartier spielen können. Ganz links haben wir eine Figur von Luna Girl. Gleich daneben haben wir den Gecko. Und in der Mitte erwartet uns Catboy. Und in der Mitte haben wir die letzte Figur der Pidgey-Masks, und zwar Oilette. Und zu guter Letzt noch den Bösewicht Romeo. Aber jetzt weiter zu den Fahrzeugen. Da haben wir das Gecko-Mobil mit einer Figur von Gecko, die natürlich perfekt ins Auto passt. Und als letztes Fahrzeug haben wir noch den Eulengleiter, natürlich mit einer Figur von Oilette. Einfach Beine einklappen, hineinsetzen und losdüsen. Und zwar zum Hauptquartier, denn das packen wir jetzt aus. Auch hier erwartet uns ein Fahrzeug mit Figur, aber noch viel wichtiger, jede Menge coole Funktionen, die wir uns gleich miteinander anschauen. Aber zuerst müssen wir das Ganze natürlich noch auspacken. Und uns erwarten jede Menge verschiedene und verschiedenfarbige Einzelteile, die wir jetzt gemeinsam zusammenstecken. Hier haben wir ein Netz. Sieht aus wie ein Hauptquartier. Die Flügel anstecken. Oben noch Teile zur Deko. Das gleiche auf der anderen Seite. Hinten stecken wir noch eine Rampe an. Und was es mit den ganzen Sachen auf sich hat, sehen wir uns gleich natürlich noch miteinander an. Das letzte Stück der Rampe. Und zu guter Letzt, gleich sind wir fertig, noch die Schnur für die Winde anhängen. Und die nutzt Gecko gleich, um seinen neuen Jetpack auszutesten. Ihr könnt den Gecko ganz einfach mit der Jetpack-Vorrichtung die Winde hinuntergleiten lassen. Und dann wirkt es so, als wäre es ein Jetpack. Aber jetzt schauen wir uns das Hauptquartier von oben bis unten genauestens an. Und ganz oben haben wir gleich schon die erste Funktion. Und zwar habt ihr eine Tür, die ihr aufklappen könnt. Daneben haben wir eine kleine Treppe. Dahinter befindet sich eine Tafel, die wir drehen können. Und davor befindet sich eine der coolsten Funktionen des Hauptquartiers. Und zwar der Aufzug. Ihr kennt ihn vielleicht aus der echten Serie. Auch hier fahren die Pidgey-Masks regelmäßig mit dem Aufzug nach oben und unten. Aber jetzt erstmal noch ganz unten. Und wenn sie unten angekommen sind, können wir sie wieder nach oben fahren lassen, denn jetzt schauen wir uns den ersten Stock mal genauer an. Und hier hilft uns Catboy. Und das erste, was uns gleich ins Auge sticht, ist die coole Einsatzzentrale. Hier können wir über den blauen Knopf, ihr hört es vielleicht schon, Licht- und Soundfunktionen aktivieren. Leider sind die Sounds in Englisch, aber die gibt es bestimmt auch bald in Deutsch. Außerdem leuchten verschiedene Lampen und die Tafel können wir auch noch drehen, um andere Bilder und Figuren zu erhalten. Dann wieder starten und Licht und Sound ertönen. Und bei jedem Drücken und Drehen erhalten wir verschiedene Einsatzbeispiele, zum Beispiel von Luna Girl oder Romeo. Und gleichzeitig werden uns angezeigt, welche Mask und welches Fahrzeug ausgewählt wird. Hier haben wir zum Beispiel Gecko und sein Fahrzeug und so weiter. Aber die Einsatzzentrale können wir auch wegnehmen, denn dahinter befindet sich noch eine weitere coole Funktion. Und zwar haben wir hier ein Tor, das wir aufdrücken können und dann kommt das Fahrzeug von Catboy ins Spiel. Denn die Tür wird gleichzeitig zur Brücke und das Fahrzeug kann die Rampe, die wir vorher zusammengesteckt haben, runterrasen. Daneben
haben wir noch eine kleine Klimmzugstange, auf der Catboy trainieren kann, um für seine Einsätze optimal gewappnet zu sein. Die könnt ihr entweder schaukeln oder ihr bewegt den kompletten Ast, so wie ihr ihn wollt. Aber jetzt zurück zum Aufzug, denn Gecko und Eulette fahren jetzt nach unten, denn jetzt schauen wir uns das Erdgeschoss genau an. Hier haben wir einen Baum mit dem Fluss. Auch hier können wir hinten wieder die Türe öffnen, um dann hindurchsehen zu können. Denn das Hauptquartier, ihr könnt es vielleicht schon erahnen, könnt ihr von zwei Seiten bespielen. Und ganz links haben wir noch eine Schiebetür zum Aufmachen und Schließen. Darüber befindet sich ein Netz. Wenn hier zum Beispiel Romeo steht, dann könnt ihr das Netz über ihn abwerfen. Aber jetzt würde ich sagen, geht's weiter zu den Figuren und Fahrzeugen. Und angefangen wird mit dem Fahrzeug von Catboy. Und ihr könnt es vielleicht schon erkennen, das sieht genauso aus wie in der Serie. Das Fahrzeug ist ähnlich gestaltet wie sein Anzug, komplett blau mit weißen Felgen, dunkelblauen Blitzen und natürlich Lichtern. Außerdem habt ihr im Inneren jeweils drei Sitze. Der vordere Sitz ist natürlich für Catboy, der ist blau, und hinten haben wir noch einen roten und einen grünen Sitz für die beiden anderen Figuren. Das gleiche mit Gecko und seinem Fahrzeug. Auch dieses Fahrzeug sieht natürlich aus wie in der Serie, hauptsächlich grün gestaltet. Sein Fahrzeug hat aber keine Räder, sondern wird über Ketten angetrieben. Jedoch sind beim Spielzeug natürlich auch kleine Räder vorhanden, um das Fahrzeug ganz einfach zu rollen. Und auch hier haben wir wieder drei Sitzplätze für alle drei Figuren. Und jetzt geht's noch weiter zum letzten Fahrzeug, und zwar dem Eulengleiter von Eulette. Auch dieses ist genauso gestaltet wie in der Serie und wie Eulette. Hier haben wir Flügel, das Fahrzeug ist natürlich rot und hat graue Reifen. Auch hier befinden sich im Inneren drei Sitze, einer für Eulette ganz vorne und hinten noch ein grüner und ein blauer für Gecko und Catboy. Aber jetzt weiter zu den Figuren aus dem Figurenset ganz am Anfang. Hier haben wir den Bösewicht Romeo mit seiner einzigartigen Frisur, seiner Brille und seinen Handschuhen. Als zweite Figur haben wir Luna Girl. Auch sie besitzt die gleiche Maske wie in der Serie. Auch die Frisur ist sehr gut getroffen, würde ich sagen. Aber jetzt weg von den Bösewichten, zurück zu den Pyjama-Helden. Und als erstes haben wir hier den Gecko mit einer coolen, muskulösen Pose. Weiter geht's mit Eulette. Sie hat ihre Flügel weit ausgebreitet. Außerdem hat sie natürlich den gleichen Anzug wie in der Folge und ist sehr detailreich gestaltet. Und zu guter Letzt haben wir noch Catboy. Auch er mit seinem blauen Anzug und den hellblauen Blitzen erinnert ja natürlich stark, wie der Name vermuten lässt, an eine Katze. Und jetzt noch ein letzter Blick auf das Hauptquartier mit der Rampe, den drei Fahrzeugen, den Aufzug, den wir uns angesehen haben, coole Details wie zum Beispiel die Schiebetür im ersten Stock oder die coole Seilbahn, auf der ihr die Figuren nach unten gleiten lassen könnt. Das wär's dann im Großen und Ganzen vom PG Masks Hauptquartier. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr dies gerne tun, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Außerdem könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch mehr von den Pyjama-Helden sehen wollt, zum Beispiel coole Filme, oder ihr könnt auch andere Spielzeugvorschläge in die Kommentare schreiben, und dann nehme ich das in zukünftigen Videos gerne auf. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Kinderspielzeugkanal.